In dieser Lektion geht es darum, dass ihr beim Erlernen des Wheelies mit Effizienz und Spaß dabei seid. Es gibt einige Falltüren, wo man Probleme kriegen kann, wenn man etwas so übt, dass man sich verrennt. Und aus meinen Erfahrungen und als Trainer möchte ich euch helfen. Ihr werdet merken, der Wheelie braucht Geduld und auch trotz des Ehrgeizes eine Entspanntheit mit sich selber. Ihr müsst trotzdem häufig üben, in einer hohen Wiederholungsfrequenz. Sprich, wenn ihr nur am Wochenende übt, werdet ihr stagnieren und einfach nicht weiterkommen. Jeden Tag oder jeden zweiten Tag 10 Minuten raus, das reicht. So könnt ihr auf jeden Fall viel üben, damit euer Gehirn die Bewegung immer mehr einprogrammiert und ihr sie abrufen könnt. Das ist die sogenannte 10-Minuten-Methode. Und auch wenn ihr wisst, okay, ich habe gar nicht mehr so die Zeit, im Hellen zu fahren, es wird früh dunkel, das ist gar kein Problem, ihr könnt direkt vor eurer Haustür üben, bitte zieht dabei immer einen Helm an. Wichtig ist, wie lange übe ich eigentlich am Stück? Viele übertreiben es dann und üben stundenlang das gleiche Manöver. Wenn ihr den Wheelie üben wollt, bitte macht es 20 Minuten maximal. Wechselt immer mal die Themen, macht zwischendurch andere Sachen, macht eine Pause. Nur so könnt ihr weiterkommen. Wenn ihr mit der Brechstange einfach bam, bam, bam macht, dann wird es auf jeden Fall oft zu Frustration führen, weil die Fehlversuche sich häufen. Achtet beim Wheelie üben darauf, dass ihr den Mund offen habt, am besten lächelt. So könnt ihr besser atmen, seid positiv gestimmt und könnt noch effizienter lernen. Eine wichtige Methode für euch beim Üben ist, dass ihr eine bestimmte Bewegung in der Zeitlupe durchführt. Sprich, ihr müsst einfach nochmal spüren, was will ich machen, gerade wenn ihr schon vorher eine Gewohnheit habt, zum Beispiel mit den Armen den Lenker zum Gesicht reißen, dann ist es wichtig, nochmal die Bewegung der Armstreckung, man macht sich klein, lehnt sich dann zurück, isoliert, langsam durchzuführen, dann fällt es dem Gehirn leichter, dies auch umzusetzen. Gerade bei Umlernprozessen ist es beim Wheelie üben auch sehr gut, wenn ihr euch eine Bewegung, eine Sache, die ihr machen wollt, laut sagt, subvokales Training nennt man das, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr genau dies auch macht, sehr groß und dass ihr nicht in eine alte Gewohnheit geratet. Im digitalen Zeitalter ist es natürlich so, dass ihr alle ein Handy habt und auch die Kamera bei den Smartphones ist so gut, dass ihr mit der Zeitlupenfunktion euch selber filmen könnt. Entweder legt es auf die Mauer, drückt den Auslöser oder ihr habt einen Kumpelfreund, der euch hilft und euch filmt. So könnt ihr euch analysieren und sehen, ist die Bewegung genauso, wie ich sie spüre oder haben sich noch irgendwelche Bewegungselemente eingeschlichen, die ich gar nicht haben will. Beim Wheelie-Lernen ist es ganz wichtig, dass ihr am Anfang kurze Wheelies macht, die dafür sehr sauber sind, ohne Verreißen des Vorderrads oder Wegkippen. Damit zufrieden seid, bewusst schnell aufhört und erst wenn es besser läuft, die Länge des Wheelies steigert. Wenn ihr den Wheelie-Impuls übt und immer weiterkommt in den Wheelie, könnt ihr es so machen, dass ihr eure Pedalierumdrehungen mitzählt und dann merkt ihr, es werden immer höhere Ziffern. Das ist auf jeden Fall ein super Erfolgserlebnis. Ich als Fahrtechnik-Trainer sehe natürlich Leute, die den Wheelie üben und möchte euch noch mitgeben. Schreibt es euch auf, klebt es euch auf den Lenker. Bitte übt am Anfang nur leicht bergauf den Wheelie. Nur, ausschließlich. Das hilft auf jeden Fall sehr. Und was auch sehr gut ist, bitte reduziert das Tempo, bevor ihr den Wheelie-Impuls startet, deutlich. Die meisten sind schon viel zu schnell, bevor sie den Wheelie starten wollen. Diese Lektion könnt ihr euch immer gerne wieder anschauen und die Tipps daraus umsetzen, damit ihr einfach besser lernen könnt, schneller zum Wheelie kommt. Kommen wir zur nächsten Lektion.